Flowcast geht endlich on Tour. Wir reden heute ein bisschen über unser neuestes Projekt mit Flowcast on Tour. Und ich beantworte auch einige Fragen, die in den letzten Tagen da gestellt worden sind. Endlich können wir on Tour gehen. Am 3.7. ist es soweit. Und die letzten paar Monate waren ein bisschen turbulent gewesen. Unser Event hätte eigentlich im Dezember stattfinden sollen. 3 Tage vorher hat der Bundesrat gesagt, es dürfen jetzt doch keine Events mehr durchgeführt werden. Darum, Höhe und Tiefs haben wir hier erlebt. Aber ich freue mich jetzt riesig, dass es in ein paar Tagen soweit ist und wir Anfang Juli gemeinsam, hoffentlich mit dir, der jetzt das Video auch gerade sieht, das Event können erfolgreich durchführen. Ja, die erste Frage, die immer so ein bisschen kam, ist so ein bisschen, wieso machst du gerade als erstes Projekt, nimmst du gerade den Altbundesrat Dr. Christoph Blocher? Und ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach. Ich habe gefunden, wenn es um das Thema Führungslehre geht, habe ich von ihm selber, er war bei mir in der Sendung, ganz viel können lernen und habe gefunden, hey, ein Bloch hat jetzt doch auch ein gewisses Alter und solange er noch fit und gesund ist, dann soll man doch die Chance auch nutzen und ihn nochmal auf die Bühne locken und dass er seine Insights kann uns preisgeben, wie er seine Firma, ich meine, er hat weit über 2000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt in seiner Ems-Chemie gehabt und geführt und darum glaube ich, dass er für das Thema wirklich richtig ist. Er hat klein angefangen, er war mal ein Bauer gewesen und hat sich dann eigentlich so wirklich Schritt für Schritt an die Spitze geschafft und ich glaube, da kann man doch einiges von ihm mitnehmen. Er hat einen starken Unternehmenssinn, er hat die Disziplin, die Wille, die es eben genau braucht, zum Unternehmer sein und darum glaube ich, dass es auch in der heutigen Zeit sogar noch aktuell ist. Eine weitere Frage war immer, ja, aber der Bloch, der ist jetzt 80, der ist doch langsam nicht mehr zeitgemäss und schon fast alt und nein, ich glaube, genau darum, weil er so alt ist und die Lebenserfahrung hat, ist er auch der Richtige für das Projekt. Wir haben so ein bisschen jung, trifft auf alt. Und ich kann euch sagen, als ich ihn vor 2-3 Jahren kennengelernt habe, habe ich fast das Gleiche nicht gedacht, wo vielleicht viele denken, hey, das kannst du heute nicht mehr bringen und so. Aber ich habe dann einfach die Strategie, wie er sein Team aufgebaut hat, ein bisschen an die heutige Zeit angepasst. Wir werden auch das im Seminar behandeln, wie man das vielleicht so ein bisschen 2.0, die Strategien von ihm, wie man Mitarbeiter kann führen und Aufgaben delegieren kann. Kann heute auch einsetzen. Wir haben zum Beispiel das Ganze alles digitalisiert und nicht, wir nennen das auch nicht Antrag, wie er das genannt hat, das ist alles viel moderner geworden. Aber das System, wie das eigentlich funktioniert, das ist über die all die Jahre, und da höre ich auch ganz viele andere Flowcast-Gäste einmal an, grosse Unternehmer, eigentlich immer gleich geblieben. Man nimmt wieder mal ein bisschen modernere Wörter, man passt 1-2 Sachen an. Aber genau das ist es doch. Wir gehen zurück in den Ursprung und passen es dann unsere Firma an. Und da geben wir für den Workshop, den es dort gibt am 3.7. auch ganz viel Tool mit. Und man darf nicht zu vergessen, Ursprung von der Führung, das ist so ein bisschen eigentlich aus dem Militär raus. Darum tönt es vielleicht manchmal hart, aber eben, es ist heute im Betrieb ja dann nicht mehr ganz so hart. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben, was so ein bisschen die Fragen sie sind? Eben, Christoph Blocher ist doch eine krasse Persönlichkeit, die man auch aus der politischen Szene kennt. Dort haben wir uns von Anfang an, seit wir ihn auch da bei uns als Gast gehabt, immer distanziert. Ich habe immer gesagt, hey, ich will dich unbedingt in meiner Sendung, aber Bedingung Nummer 1 ist, wir reden nicht über Politik, weil da sind wir sehr wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und das wird auch da an diesem Event überhaupt kein Thema sein. Also, wir nehmen den Christoph Blocher als Mensch, wie er als Leader, als Führungspersönlichkeit war. Wir lernen ihn von dieser Seite kennen. So habe ich ihn auf einem Flowcast kennenlernen. Und ich kann auch durchaus sagen, auch meine Teamkollegen haben das sehr inspirierende Sendung gefunden. Ihr könnt sie auf YouTube, auf Flowcast FM natürlich nochmal nachschauen und euch selber das Bild machen. Aber ich glaube, von dieser Seite kennen wir den Christoph Blocher vielleicht gar nicht so. Und er hat mir mal im Intro, oder ich weiß gar nicht, ob es abseits war, immer gesagt, er hätte eigentlich all in diesen Jahren nur etwas richtig gut können. Und das ist mit den Menschen, die richtig führen und richtigen Auftrag erteilen. Und darum hat er überhaupt immer so viel Zeit gehabt. Und genau das wissen wir euch vermitteln. Es gibt noch ganz, ganz wenige Tickets für offline. Ich glaube 4 oder 5 Stück zum Zeitpunkt der Aufnahme. Online haben wir natürlich noch genug Platz. Sicher dir also jetzt dein Ticket auf ontour.flowcast.fm. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns sehen am 3.7. für alle, die offline dabei sind. Es gibt ein riesiges Event mit einem Networking-Teil, Apero, Kaffeepausen und so weiter und so fort. Und ich glaube, ihr werdet sehr überrascht sein, denn es wird wirklich ein grossartiges Event. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Fragen habt, jederzeit an mich oder an unser Team von Flowcast on Tour. Bis am 3.7.